Hallo Freunde! Viele von uns fahren gerne Fahrrad und manche legen dabei besonders große Streckenabschnitte zurück oder stellen eine persönliche Bestzeit auf der Lieblingsstrecke auf. Doch dann gibt es dann auch Leute, die schier Unglaubliches auf ihrem Zweirad schaffen. In diesem Video geht es genau um solche außergewöhnlichen Rekorde, die Menschen auf dem Fahrrad aufgestellt haben. Nummer 1. Der schnellste Radfahrer aller Zeiten. Denise Miller-Koronek kann diesen Titel seit 2018 für sich beanspruchen. In der Salzwüste von Utah erreichte die Amerikanerin eine unglaubliche Geschwindigkeit von 296 km pro Stunde und stellte somit den alten Rekord des Niederländers Fred Rommelsburg von 268 km/h ein. Um diese enorme Geschwindigkeit auf einem Fahrrad erreichen zu können, wurde Miller-Koronek von einem Spezialfahrzeug an einem Schleppseil beschleunigt, bevor die Leine gelöst wurde und sie aus eigener Muskelkraft im Windschatten eines Fahrzeugs weiterfuhr. Nummer 2. Das teuerste Fahrrad der Welt. Das teuerste Fahrrad aller Zeiten stammt vom ehemals erfolgreichsten Radsportler Lance Armstrong. Er benutzte das von Damien Hirst designte Modell bei der Tour de France 2009. Auf einer Wohltätigkeitsveranstaltung wurde das Damien Hirst Butterfly Track Maiden zu einem Preis von $500.000 verkauft. Das teuerste Fahrrad, das du derzeit kaufen kannst, ist das PG Bugatti Bike. Dieses nur 5 Kilogramm leichte Bike der Edel-Autoschmiede besteht zu 95% aus Carbon und beginnt bei einem Preis von 35.000 Euro. Möchte man sein Fahrrad dann auch noch mit einem der 8 unterschiedlichen Bugatti-typischen Farben individualisieren, landet man schnell bei einem Preis von 80.000 Euro. In jedem Fahrrad stecken zwischen 800 und 1200 Stunden Handarbeit. Nummer 3. Die schnellste Weltumrundung auf einem Fahrrad. Marc Beaumont umrundete die Erde auf seinem Fahrrad und zwar schneller als Jules Verne das in seinem Buch in 80 Tagen um die Welt angedacht hatte. Der schottische Radprofi benötigte 78 Tage und 14 Stunden für die rund 28.000 Landkilometer. Er fuhr mit seinem Rad von Paris über die Mongolei nach Peking. Danach flog er nach Australien und Neuseeland, bevor er Alaska und Kanada durchquerte. Anschließend bestieg er erneut ein Flugzeug und flog nach Lissabon, wo die letzten 1000 Kilometer seiner Reise nach Paris auf ihn warteten. Um diesen Rekord aufstellen zu können, musste Beaumont seinen Körper täglich rund 8000 Kalorien und 10 Liter Wasser zuführen. Nummer 4. Das größte, höchste und längste Fahrrad der Welt. Das größte jemals gebaute Fahrrad ist 7,8 Meter lang und 3,7 Meter hoch und wurde von Didi Senf aus Kolpingen in Deutschland gebaut. Dieser Radsport-Enthusiast hat bereits über 100 außergewöhnliche Fahrräder gebaut und ist in Frankreich als Teufel der Tour de France bekannt. Das derzeit wohl höchste Fahrrad der Welt wurde vom Amerikaner Richie Timble gebaut und nennt sich Stupid Toy. Wer dieses Fahrrad fahren möchte, muss in einer Höhe von 4,5 Metern Platz nehmen und sollte besser nicht unter Höhenangst leiden. Dieses Fahrrad ist also nicht sehr einfach zu fahren, ganz im Gegenteil zu unserem nächsten Fahrrad. Es sei denn, man möchte es um eine Kurve lenken. Es misst nämlich unglaubliche 41,42 Meter und ist damit das aktuell längste Fahrrad der Welt. Es wurde von Santos und der University of South Australia gebaut und in Adelaide in Australien gemessen und gefahren. 5. Das schwerste und das leichteste Fahrrad der Welt. 1080 Kilo wiegt das schwerste fahrbare Fahrrad der Welt. Und wem wundert es, dass bei dieser tonnenschweren Konstruktion auf leichtes Carbonmaterial verzichtet wurde? Stattdessen hat der Erfinder Frank Dose auf Teile vom Schrottplatz und Reifen eines alten Güllelasters zurückgegriffen. Mit reiner Muskelkraft bewegte er sein tonnenschweres Fahrrad 100 Meter voran und sicherte sich damit den Weltrekord. Das leichteste Fahrrad der Welt hingegen wiegt nur 2,7 Kilo. Diese voll alltagsfähige Konstruktion aus Carbon wurde von einem Fahrradhändler aus den USA namens Fair Wheel Bikes gebaut. Die Antriebskette besteht aus einer Titanlegierung. Nummer 6. Die längste Fahrradfahrt auf dem Vorderrad. Abdul Rahman stellte 2001 in Indien einen Rekord auf, indem er 17,5 Meter nur auf dem Vorderrad zurücklegte. Dafür beschleunigte er auf Maximalspeed, bevor er beide Füße auf den Lenker setzte und das Hinterrad hochzog. Dieser Rekord ist seit 2001 ungeschlagen. Nummer 7. Die längste Fahrradfahrt unter Wasser.
Jens Stötzner ist ehemaliger Top-Triathlet und stellte 2013 in Zierendorf einen sehr außergewöhnlichen Rekord auf. Er legte in 4,48 Stunden ganze 6,7 Kilometer zurück, und zwar unter Wasser. Damit hält er den Rekord der längsten Unterwasser-Radfahrt der Welt. Nummer 8. Der weiteste Fahrradsprung. Ganze 133,6 Feet, also ungefähr 40,72 Meter, flog der Amerikaner Jason Rennie mit seinem Fahrrad durch die Luft. Damit hält er den Rekord des weitesten Sprunges mit einem Fahrrad. Um genug Geschwindigkeit für diesen Weitflug aufzunehmen, wurde Jason von einem Motorrad angezogen und kurz vor dem Sprung ausgeklinkt. Nummer 9. Die längste Radtour an einem Stück. Eine Weltreise auf dem Fahrrad unternehmen viele Menschen. Doch wer radelt schon über 50 Jahre ununterbrochen? Die Antwort lautet Heinz Stücke. Dieser Fahrradreisende bereiste auf seiner unglaublichen Weltreise 196 Länder und radelte dabei mehr als 648.000 Kilometer. Dabei begann alles im November 1963, als er zunächst 17 Kilometer nach Paderborn radelte. Er entschloss sich weiter quer durch die Eifel Richtung Luxemburg zu fahren und schließlich machte er den Schlenker Richtung Afrika. Seine fantastische Weltreise hielt er auf 120.000 Dias fest. Um diese auszuwerten, würde er nochmal 50 Jahre brauchen, scherzte Heinz Stücke bei einem Interview. Die meisten Kilometer eines Jahres wurden übrigens von Amanda Coker zurückgelegt. 139.326 Kilometer radelte die Amerikanerin in 365 Tagen, was sagenhaften 381,7 Kilometern pro Tag entspricht. Nummer 10. Die schnellste Mountainbike-Downhill-Fahrt. Markus Stöckel ist ein Extremradfahrer aus Oberndorf bei Kitzbühel in Österreich, der zahlreiche Hochgeschwindigkeitsrekorde im Bereich Downhill hält. Im Jahre 2011 stellte er auf dem Vulkankegel des Cerro Negro in Nicaragua den Geschwindigkeitsweltrekord für Serien-Mountainbikes auf. Auf einer Strecke von 550 Metern bei 45 Grad Hangneigung bretterte Stöckel mit 164,95 Kilometern pro Stunde über Sand und Geröll dem neuen Weltrekord entgegen. Einfach nur verrückt, was manche Menschen auf ihren Fahrrädern zu leisten imstande sind. Ich beschränke mich da lieber weiterhin auf gemütliche Fahrradtouren und bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video.